Angelo Jentsch hat heute jede Menge Zeit gespart. Er würde gerne diesen Transporter von einem Sachsendorfer Autohaus kaufen, nicht aber ohne ihn vorher durchchecken zu lassen. Normalerweise hätte ihn der Weg nun quer durch die Stadt zur Dekra nach Schmelwitz geführt, das konnte er sich aber sparen. Die Prüfgesellschaft gibt es mittlerweile nämlich auch im Süden auf dem Gelände der Jet-Tankstelle. Ja, ich wollte bei einem Händler in der Umgebung hier ein Fahrzeug kaufen, dieses eben, ne? Und der gab mir den Tipp, lass den doch mal checken bei der Dekra, ne? Die haben jetzt hier eine neue Prüfstelle aufgemacht, da musst du nicht durch die komplette Stadt, ne? Weil der Händler ist da hinten die Richtung und das passt einfach perfekt. Ich bin reingefahren, also bin rangefahren, der Kollege hat sich Zeit genommen, war mega freundlich, alles schön. Und genau für Kunden wie Angelo Jentsch wurde dieser sogenannte Prüfwürfel auch errichtet. Ein Schritt, den man lange vorhatte. Seit Februar ist er in Betrieb, alle Bauarbeiten sind seit kurzem abgeschlossen. Ja, bislang haben wir eine Prüfstelle im Norden von Cottbus. Das war immer ein relativ weiter Weg für unsere Kunden, die aus dem Süden kommen, aus Sachsendorf. Und deswegen gab es die Idee, hier eine neue Prüfstelle zu eröffnen, die auch ganz gut zu dem Gesamtumfeld passt. Hier ist eine Tankstelle, hier ist eine Waschanlage und dann haben wir gedacht, passt prima dazu. Alles klein, aber fein. Trotz der überschaubaren Größe müssen die meisten der Dekra-Kunden auch auf nichts verzichten. Es ist fast das gleiche Angebot. Es sind auf alle Fälle die Hauptuntersuchungen für die Pkw und für die Kräder. Es werden Schadengutachten gemacht. Da wäre es schön, wenn eine Ankündigung vorher käme. Und für die schweren technischen Abnahmen, also wenn man große Änderungen hat, dann sollte man wieder zu uns nach Schmelwitz kommen. Lkw und Co. müssen also den gewohnten Weg nach Schmelwitz auf sich nehmen. Für alle anderen bedeutet der Prüfwürfel aber eine willkommene Abkürzung zur nächsten Untersuchung.